Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! Ich glaube, eins kann man hier feststellen in der Debatte. Wir haben einen Konsens zwischen allen Fraktionen hier im Haus, dass in Deutschland mehr bezahlbarer Wohnraum notwendig ist. Und das ist auch ein ganz zentrales Anliegen, was wir als Koalition haben. Wir haben viele Dinge im Koalitionsvertrag hier schon niedergelegt. Wir wollen diesen Dreiklang aus einer Stärkung der Investitionstätigkeit, eine Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus und das Ganze dann auch ausgewogen mietrechtlich und sozialrechtlich flankiert. Und hier haben wir auch schon viel erreicht. Die Mietpreisbremse, das ist schon genannt worden. Wir haben das Wohngeld erhöht, wir haben das Bestellerprinzip eingeführt. Also viele Dinge, die wir bereits auf den Weg gebracht haben. Und ich will mal das Beispiel Mietpreisbremse nehmen. Das ist mir als Berliner Abgeordneter immer ein besonders wichtiges Instrument auch genommen. Für uns als Union war da immer klar, wir wollen nicht, dass Menschen aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden, weil sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Und die Mietpreisbremse ist in der Tat ein Instrument, was an dieser Stelle etwas Dynamik aus dem Markt nimmt, was also einen guten Beitrag leistet. Aber trotzdem gilt, da können Sie klatschen, das ist auch völlig richtig, aber trotzdem gilt, und das ist uns auch immer besonders wichtig gewesen, dass der beste Schutz vor steigenden Mieten immer noch der ist, dass neu gebaut wird, dass mehr gebaut wird und dass damit das Angebot und Nachfrage auf dem Markt wieder in ein vernünftiges Verhältnis gebracht wird. Und das, meine Damen und Herren, muss auch in Zukunft unverrückbarer Grundsatz sein bei allen Dingen, die wir tun. Aber richtig ist, natürlich steigen die Herausforderungen, nicht zuletzt durch den Zustrom von Flüchtlingen und auch von Migranten, die wir haben. Die Zahlen sind hier genannt worden, 350.000, wahrscheinlich eher 400.000 neue Wohnungen, die wir benötigen, um all diejenigen, die bei uns sind und die dann auch bleiben werden, um denen eine Perspektive für Integration zu geben. Und das hängt eben ganz unmittelbar auch damit zusammen, dass sie eine eigene Wohnung haben. Und das verschärft natürlich die Situation auf den Märkten. Aber ich sage auch ganz klar, wir dürfen jetzt nicht anfangen, die Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Wir dürfen jetzt nicht anfangen mit einer Neiddebatte. Ihr tut jetzt das eine nur für die anderen. Das geht so nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir dieses Problem mehr bezahlbarer Wohnraum ernst nehmen und dass wir da mehr tun und auch schnell was tun. Und insofern ist der Bericht, den wir hier heute diskutieren, auch eine vernünftige Grundlage. Da gibt es gute Orientierung, gibt es auch manch gute Vorschläge. Zu denen kann ich im Detail und will ich auch gar nicht viel sagen. Aber natürlich ist es richtig. Wir müssen mehr Bauland bereitstellen, preiswert bereitstellen. Und insofern ist es auch vernünftig, dass die BIMA jetzt seit 2015 mit deutlichen Preisabschlägen den Kommunen, den kommunalen Gesellschaften preiswert Bauland zur Verfügung stellt. Ich weiß noch sehr genau, was das für eine zähe Diskussion an der Stelle war. War unglaublich schwierig, hier da Fortschritte zu erreichen. Das ist richtig, dass wir das gemacht haben. Wir haben als Bund hier unsere Hausaufgaben gemacht. Aber natürlich gilt das jetzt auch für die Länder. Auch die Länder müssen natürlich jetzt an ihren Grundstücken herangehen und dürfen nicht immer nur denjenigen den Zuschlag geben, der hier den höchsten Preis zahlt, sondern diejenigen, die was Vernünftiges mit diesen Baugrundstücken machen müssen. Und natürlich, das ist immer so selten, wenn ich von der SPD Applaus bekomme, aber es freut mich umso mehr, liebe Kollegin. Und natürlich ist es so, wir brauchen auch zielgenaue steuerliche Anreize. Wir müssen die bauordnungsrechtlichen Normen entschlacken. Ich habe jetzt gerade gestern eine Studie der TU Dresden gesehen. Da ging es um die Frage, wie können wir denn Nachverdichtung im städtischen Raum ermöglichen. Da ging es ganz konkret um die Möglichkeit, auf Dächern zusätzlich Wohnungen zu bauen. Und diese Studie hat errechnet, dass wir bis zu 1,5 Millionen Wohnungen auf Dächern neu errichten können. Und das ist auch etwas, was sehr Positives ist. Da braucht man nämlich kein neues Bauland da, weil das auf dem Dach schon gemacht wird. Und wir brauchen auch keine weiteren Grünflächen, die dort versiegelt werden. Und die Infrastruktur, die ist in weiten Teilen eben auch schon vorhanden, sodass man auch relativ preisgünstig sogar dort bauen kann. Aber oftmals steht hier eben das Baurecht der Länder entgegen. Und deswegen sage ich, das muss angepackt werden. Die Nachverdichtung im öffentlichen, im städtischen Raum, die muss ermöglicht werden. Und da sind die Länder in der Verantwortung und in der Pflicht. Und hier muss etwas geschehen, meine Damen und Herren. Aber ich möchte noch einen weiteren Punkt nennen. Es geht natürlich auch um die Schaffung wohnguter Infrastruktur. Wir haben ja die Situation, dass wir vor allen Dingen Probleme mit den bezahlbaren Wohnen haben in den innerstädtischen Lagen. Man kann natürlich auch einen Ansatz verfolgen, und das vermisse ich bei der Diskussion ein bisschen, dass wir die Infrastruktur mehr ausbauen. Wenn wir einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr haben, dann ist es für die Menschen ja auch gar kein Problem, vielleicht in einer Stadtrandlage zu wohnen. Ich wohne selber in Lichtenrade hier in Berlin. Das ist Stadtrandlage, ist aber schön, das ist grün, wohne ich sehr gerne. Und es gibt auch viele Menschen, die vielleicht im Speckgürtel von großen Städten wohnen können, wenn sie die Möglichkeit haben, mit dem öffentlichen Personennahverkehr
innerhalb von wenigen Minuten trotzdem am Arbeitsort zu sein. Und damit entlasten wir natürlich die innerstädtischen Märkte. Wir nehmen ein bisschen Druck aus den Märkten und schaffen darüber auch die Möglichkeit, dass die Leute vernünftig wohnen können. Bei allem, meine Damen und Herren, ist aber eines wichtig. Wir brauchen vor allen Dingen eine Politik aus einem Guss. Da sind alle Ebenen gefragt. Der Bund ist hier gefragt, die Länder sind hier gefragt und die Kommunen sind hier gefragt. Und ich könnte jetzt viel zu den Ländern sagen, und da muss ich jetzt mal die Kollegin Ley noch mal ansprechen, die ja viel gesagt hat, auch wir sollen nicht immer nur auf die Länder schimpfen und all das Mögliche. Aber da muss man schon mal sagen, was natürlich auch zu Verteuerung des Wohnens beiträgt, ist, wenn die Länder hingehen und zum Beispiel ständig ihre Grunderwerbsteuer erhöhen. In den letzten Jahren ist das Aufkommen von Grunderwerbsteuer von 2014 zu 2015 über 20% angewachsen. Und wenn ich jetzt höre, dass die Landesregierung in Thüringen plant, auch die Grunderwerbsteuer auf 6,5 im nächsten Jahr zu erhöhen, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, um bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Und das sollten Sie vielleicht Ihren Genossinnen im Land Thüringen dann auch mal sagen an der Stelle. Wenn ich sage Politik aus einem Guss, dann will ich aber nicht nur auf die Länder schimpfen, sondern natürlich müssen wir als Bund auch unserer Verantwortung an dieser Stelle gerecht werden. Und da möchte ich auf das zu sprechen kommen, was hier gerade auch schon angesprochen wurde, nämlich das zweite Paket Mietrecht, was wir momentan diskutieren. Da sind ja die Grundlinien Ende des letzten Jahres vorgeschlagen worden. Und ich kann nur sagen, ich bin da mit meiner Fraktion sehr in Einigkeit. Wir sehen das sehr kritisch, weil vieles von dem, was dort vorgeschlagen wird, das macht Bauen viel komplexer. Es macht Bauen viel wirtschaftlich attraktiver. Und letztlich ist genau das, wird erreicht, was das Gegenteil ist von dem, was wir brauchen, nämlich dass Investitionen in den Bestand, Investitionen in den Wohnungsneubau abgewürgt und verhindert werden. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Und deswegen sagen wir als Union, diese Grundlinien, die so vorgestellt wurden, die werden so nicht gesetzt. Das wird es mit uns an der Stelle nicht geben. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Wenn Sie sich anschauen, was dort vorgeschlagen wird zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Mietspiegel, die soll angepasst werden, der Betrachtungszeitraum, von derzeit 4 Jahren auf 10 Jahre. Das würde dazu führen, dass in den dynamischen Märkten die ortsübliche Vergleichsmiete sinkt und dann auch in anderen Märkten auf einem niedrigen Niveau eingefroren wird. Nun sagen manche, wunderbar, das ist ja genau das, was wir wollen. Das ist ja genau das Richtige. Aber jetzt muss man sich doch die wirtschaftlichen Folgen an dieser Stelle auch einmal vorsehen. Was das bedeutet für die Möglichkeiten zu investieren. Die Folge ist doch tatsächlich, dass die Immobilienwerte, die die Wohnungsgesellschaften haben, die sinken automatisch natürlich. Und gleichzeitig steigt der Verschuldungsgrad. Und das nimmt aber wiederum Spielraum für Finanzierung von Modernisierung im Bestand, für Finanzierung von Wohnungsneubau. Und das führt dann in der Folge dazu, dass aus dem Wohnungsmarkt nichts mehr passiert, dass dort nicht mehr investiert wird, in den Bestand nicht und auch in den Wohnungsneubau. Und wenn wir das nicht schaffen, dass dort mehr Angebot auf dem Markt ist, für diese hohe Nachfrage, die wir haben, wenn wir das nicht schaffen, dass mehr Angebot da ist, dann wird natürlich das Angebot knapper. Der Preis steigt und das Wohnen steigt dann auch noch mal im Preis. Und das ist genau das Gegenteil, von dem wir brauchen. Und deswegen kann das nicht so sein, dass diese Vorschläge gesetzt werden. Und deswegen möchte ich noch mal sagen, bei all dem, was wir hier diskutieren, wir müssen dafür sorgen, dass wir die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen setzen, dass sich Investitionen noch ermöglicht werden im Wohnungsbestand und in den Wohnungsneubau, dass das attraktiv ist, weil das sonst niemand mehr macht. Und deswegen noch mal, wir brauchen eine Politik aus einem Guss. Das gilt für die Länder, das gilt für die Kommunen, das gilt aber auch für uns hier im Bund und das gilt für die einzelnen beteiligten Fachministerien, wenn sie solche Vorschläge diskutieren. Und deswegen müssen wir beim zweiten Mietrechtspaket sehr genau ausschauen, was wir machen. Diese Vorschläge, die jetzt vorliegen, die können wir jedenfalls so nicht gesetzt werden lassen und da werden wir als Union darauf achten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und nun erhält die Kollegin Hasselmann das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.